Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Antisatellitenwaffen und daraus entstandener Weltraumschrott. Viel Spaß! Du befindest dich im zweiten Teil meiner Episode zum Thema Weltraumschrott. Wir hatten im ersten Teil geklärt, was Weltraumschrott eigentlich ist und wo er herkommt, wie groß das Problem aktuell schon ist und wie es sich weiterentwickeln wird, welche Orbits besonders gefährdet sind und ob Weltraumschrott gleich Weltraumschrott ist. Dazu konnte ich die Expertin Dr. Charlotte Bewick, unter anderem Leiterin des Space Debris Center der OHB in Bremen, interviewen. Im zweiten Teil heute reden wir über den Kessler-Effekt, welche Objekte man sinnvoll aus dem Orbit entfernen kann. Wir sprechen über gewollte Explosionen im Weltraum und Antisatellitenwaffen und ob die Starlink-Satelliten von SpaceX die Raumfahrt für zukünftige Generationen unmöglich machen könnten und welche Ideen es schon zur Beseitigung von vorhandenem Weltraumschrott gibt. Ja, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich habe es letzte Woche im 10.000 Abo Special gesagt. Ich habe meinen Entwicklungsingenieurjob gekündigt, um mehr Zeit für Senkrechtstarter zu haben. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du dir mehr solcher Videos wünschst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Wenn man sich mit Weltraumschrott beschäftigt, taucht ein Wort immer wieder auf, das sogenannte Kessler-Syndrom. Oder magst du vielleicht kurz erklären, was Kessler-Syndrom ist? Kessler-Syndrom ist benannt nach Donald Kessler, ein berühmter Astrodynamiker. Der hat den Begriff, glaube ich, in den 70er Jahren zuerst benutzt oder geprägt. Und das ist eine Bezeichnung für eine Kettenreaktion, die entsteht, wenn eine Explosion oder eine Fragmentation, diese Fragmente, die dort entstehen, dann wieder eine weitere Kollision auslöst, die wieder mehr Fragmente erzeugen und du den Effekt hast, dass es nicht mehr aufzuhalten ist, diese Kette an Reaktionen. Klingt ja wie in Physik mit der Kernspaltung. Ganz genau so, ja. Und die Frage ist immer, ist das Kessler-Syndrom, passiert das schon? Also haben wir diesen Point of No Return schon überschritten oder nicht? Und auf der Konferenz jetzt waren wieder sehr interessante Vorträge, die gezeigt haben, wie verschiedene Szenarien beeinflussen, wie sich diese Debris Population entwickeln wird. Und ganz besonders interessant fand ich einen Beitrag, wo es darum ging, was für Effekte zum Beispiel hätte es, wenn wir regelmäßig einen Satelliten aus dem Orbit entfernen würden. Da ging es darum zu sagen, was ist denn, warum sollen wir jetzt einen großen Satelliten entfernen, wenn das Problem doch die vielen kleinen Fragmente sind? Und es wurde ganz sehr schön dargestellt auf einer, kann man sagen, Infografik eigentlich, dass wir zwar die geringste Anzahl von großen Satelliten haben, also das sind dann halt ein paar Tausend vielleicht, und die kleinen Fragmente sind vielleicht Hunderte, Tausende. Aber die Masse, die sich in den großen Objekten befindet, ist halt die Gesamtmasse, die Summe, ist wesentlich mehr als in den kleinen. Und sollte dort eine Explosion passieren, dann werden so viele zusätzliche kleine Teile generiert. Und darum muss man eben das verhindern, dass man da die größten Objekte nach und nach entfernt. Eine Quelle von Weltraumschrott, über die wir im ersten Teil des Videos gesprochen hatten, waren ungewollte Explosionen von zum Beispiel Treibstofftanks. Tatsächlich gab es aber auch gewollte militärische Explosionen im Weltraum. Bekanntestes Beispiel vermutlich der Kernwaffentest Starfish Prime. Bei diesem Test haben die USA 1962 im Weltraum über den Pazifik eine Atombombe gezündet. Durch den elektromagnetischen Impuls, der übrigens viel stärker war, als vorher berechnet wurde, sind noch im fast 1500 Kilometer entfernten Hawaii Elektrogeräte ausgegangen. Aber auch mindestens 6 Satelliten wurden durch den Test funktionsunfähig. Bekanntester unter ihnen ist der US-Kommunikationssatellit Telstar. Ja, Tests von Atombomben in der Atmosphäre, unter Wasser und auch im Weltraum wurden zum Glück 1963 verboten. Auch wenn Waffen kein Lieblingsthema von mir sind, müssen wir kurz über eine weitere Quelle von Weltraumschrott sprechen. Absichtlich zerstörte Satelliten. Denn es wurden tatsächlich extra Waffen zur Satellitenbekämpfung entwickelt. Das können sogenannte Killer-Satelliten sein oder Raketen, die vom Boden oder von Flugzeugen aus auf Satelliten abgeschossen werden. Ja, sowohl die USA als auch Russland, China und Indien haben solche Tests durchgeführt. Und das erwähne ich hier, weil ein großes Weltraumschrottproblem, das wir aktuell haben, von dem Test einer solchen Antisatellitenwaffe durch das chinesische Militär ausgelöst wurde. Dieser Satellitentest, den du ansprichst, den gab es tatsächlich 2007 und das war eine künstlich herbeigeführte Explosion durch eben quasi eine Rakete in einem Orbit, in dem wir sowieso ein großes Problem haben und wo wir auch damals schon wussten, es gibt ein Problem. Das ist ungefähr 700, 800 Kilometer Höhe, da hat man kaum noch Atmosphäre, da wird nichts mehr abgebremst und das ist für uns einfach strategisch ein total wichtiger Orbit. Da sind alle unsere Klimamissionen und unsere Erdbeobachtungsmissionen, weil man dort einen sehr guten Blick auf die
die Erde hat, sowohl viel Landmasse gleichzeitig abdecken kann, aber nicht so weit entfernt ist, dass man die benötigte Auflösung nicht mehr erzielen kann. Mhm. Also ein super wichtiger Orbit, und dort ist jetzt da sehr viel Schrott entstanden. Und kurze Zeit später, das war für mich auch so ein prägendes Ereignis, gab es dann die Kollision zwischen Iridium und Kosmos, wo auch eine große, das war natürlich nicht extra, aber das war das erste Mal, dass wirklich zwei alte Satelliten oder nicht funktionierende Satelliten miteinander kollidiert sind und wir das live mitverfolgen konnten und dann auch sehen konnten, wie sich diese Schrottwolke ausbreitet. Was mich bei dem ganzen Thema verwundert hat, war, dass das Problem ja sehr offensichtlich ist. Aber warum gibt es keine Gesetze oder Verträge, die eine Vermeidung von Weltraumschrott vorschreiben? Ist das Problem noch nicht so richtig bekannt? Ja, es gibt einen Flickenteppich an Regulationen. Und es ist auch teilweise absurd, wann welche Regulations gelten. Also es gibt zum Beispiel in Frankreich das Space Operations Law. Das gilt für alle Launches, die aus französischem Territorium, also zum Beispiel French Guiana, losgehen. Da, wo die Ariane zum Beispiel auch startet. Genau, ja. Aber wenn man einen anderen Launch Provider nimmt, der von woanders fliegt, dann gilt das dann nicht. Dann gibt es ESA, hat diese ISO 24113, das ist so ein Standard, den macht sie eigentlich immer anwendbar für alle Missionen. Aber wenn der Auftraggeber nicht ESA ist, könnte es wieder ein anderer Standard sein. Was wir in der Weltraumschrott-Community uns alle wünschen, ist, dass es einfach global anwendbare Regeln gibt. Und das ist also der erste Schritt, wäre einfach, dass man sich insgesamt an einen, auf einen Kodex einigt, quasi, der dann wirklich auch für alle gilt. Dann das nächste Problem ist, wie ahndet man Verstöße dagegen? Was für ein Gerichtshof soll im All quasi Recht sprechen über Verstöße gegen diese Debris Guidelines? Das ist eine unbeantwortete Frage, weiß ich auch selber nicht, wie man da vorgehen kann. Und dann ist die Frage, sind die Regeln, wie sie jetzt definiert sind, ausreichend? Also es gibt ja zum Beispiel, ich kann da gerne ein bisschen ausführen, es gibt ja zum Beispiel diese Reliability-Anforderung. Also wenn der Satellit das Ende seines Lebens quasi erreicht hat, dann soll er mit 90% Wahrscheinlichkeit noch sein End-of-Life-Operations ausführen. Das sind zum Beispiel Passivierung des Propulsion-Systems, um eine Explosion zu verhindern, oder ein kontrollierter Wiedereintritt. Aber bei 90% sind 10% Satelliten theoretisch, die das eben nicht mehr ausfüllen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele neue Satelliten in den nächsten Jahren gestartet werden, Mega-Constellations, Tausende von Satelliten, dann kann man sehr schnell sehen, dass eine Constellation ist ja, die sind ja auch alle ungefähr auf einer Höhe. Ne? Und 10% davon theoretisch, wäre es von den Regularien erlaubt, würden diesen Eintritt nicht machen, würden tot dort oben liegen bleiben. Da ist es eigentlich vorprogrammiert, dass es viele mehr Kollisionsevents geben wird. Mhm. Und darum ist halt auch die Frage, was kann man an den Regeln noch verschärfen? Und was für weitere technische Lösungen gibt es? Zum Beispiel irgendwelche Fail-Safe-Mechanismen, die agieren, wenn der Satellit es nicht geschafft hat, sich zu deorbiten. Was sind denn so deine Lieblingsmethoden, wie man im Prinzip nachträglich so einen Satellit oder Weltraumschrott erledigen könnte? Okay, also es gibt ja diese Abschleppdienste, es gibt Ideen, Laser zu verwenden, um Ablation zu betreiben, es gibt Ideen, dass man so eine Art Jetpack oder so befestigt, aber die beste Methode ist halt, dass man einen Satelliten schon so ausstattet, dass er eine Möglichkeit hat, sich auch im schlimmsten Fall aus dem Orbit zu entfernen. Da gibt es zum Beispiel Ideen, dass man eine Art Segel mitnimmt, was sich entfaltet. Und diese Entfaltung würde halt dann vonstatten gehen, wenn der Satellit sonst gar nicht mehr einsatzfähig ist. Das könnte so sein, dass der zum Beispiel einen speziellen, sehr sicheren Receiver dabei hat, der auf ein Signal reagieren würde. Und diese Segel würden dann die Oberfläche vergrößern und dadurch eben auch den Drag vergrößern. Oder unter anderem auch als eine Art Solarsegel dienen und dadurch wieder diesen Effekt mit der Ellipse ausnutzen. Eine andere Idee, die ich mal gesehen habe auf einer Konferenz, war so eine Art Schaumpistole. Da wurde so eine Art Gel auf den Satelliten aufgetragen und das breitete sich im Vakuum dann aus und kreierte so einen riesigen Schaum. Und der Schaum war dann wieder derselbe Effekt, dass eben diese Oberfläche so vergrößert wurde.
man hat dann also die, das war eine Studentengruppe aus einer, ich weiß jetzt leider nicht mal, woher die kam, aber es war eine italienische Universität. Die haben dann halt gesagt, was wäre denn, wenn man so einen Satelliten mit so einer Foam Gun ausstattet und der fliegt eben rum zu irgendwelchen kaputten CubeSats oder so und schießt dann immer so ein Pellet mit Schaum drauf. Und das fand ich auch eine super Idee. Klingt auch abgefahren. Ja, das ist vielleicht ja auch ein super Ansatz, da die Fantasie von Studenten zu nutzen oder irgendwelche Wettbewerbe auszuschreiben oder so, wo sich dann junge Wilde dran austoben können und aber auch mit guten Konzepten um die Ecke kommen können. Ja, absolut. Ich finde, das Coole an Weltraumschrott, also es ist natürlich ein schlimmes Problem, mit dem wir uns auf jeden Fall widmen müssen. Aber was toll ist, ist, die Community ist so divers. Ne? Du hast dann die Industrien, du hast die Institutionen, du hast ganz viele Studenten, Interessierte, Wissenschaftler, Universitäten und so. Und diese kreativen Ideen, die da zusammenkommen, das ist was ganz Besonderes, finde ich. In der Raumfahrt-Community auf YouTube zum Beispiel, da ist natürlich jetzt viel SpaceX in den News und von wegen, dass sie die Startkosten so massiv gesenkt haben. Und wenn sie angucken, von wegen, du hattest eben die Megakonstellation angesprochen, SpaceX fängt an, so eine aufzubauen mit Starlink. Wenn der Preis, um in den Orbit zu kommen, weiter so massiv fällt, wäre es da nicht eine Überlegung, dass man sagt, von wegen, man packt eigentlich alle Satelliten oder so möglichst viele Satelliten in sehr niedrige Orbits, wo man sagt, wegen, selbst wenn die ausfallen, sind die nach 5 Jahren weg. So, und man kann sich leisten, ein System unterzubringen, dass man die aktiv immer auf ihrer Höhe hält, weil sie ja den Orbit sonst verlieren würden. Ja. So eine Art Wegwerfsatellit quasi, so ein Instant-Use-Satellit. Ja, ist eine interessante Idee. Wenn man sich Sustainability oder Nachhaltigkeit anguckt, muss man sich natürlich auch mit den Aspekten der Satellitenproduktion und auch des Launches von Satelliten beschäftigen. Letztendlich ist, denke ich, ein Qualitätsprodukt auch gut, dass viele, viele Jahre ihre Arbeit leisten kann. Aber wenn man sich das aus der Perspektive von Weltraumschrott anguckt, ist es tatsächlich eine gute Idee zu sagen, man fliegt in einem niedrigen Orbit, wo man dann das Problem eben, wo sich das Problem zeitlich begrenzt, automatisch schon. Charlotte, vielen, vielen Dank für das super tolle Gespräch und es hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht, wenn wir beim Thema Science Fiction sind oder beim Träumen, wenn du dir was wünschen dürftest, was in der Raumfahrt passieren kann, was wäre das? Also wenn du träumen dürftest, was in der Raumfahrt möglich sein wird, dass du noch miterleben kannst. Was ich noch miterleben kann? Also wie gesagt, ich würde wahnsinnig gerne miterleben, dass wir in unserem Sonnensystem irgendwo auf einem anderen Planeten noch Leben finden. Das wäre cool. Das kann ich mir natürlich nicht so wünschen. Ich weiß gar nicht, von wem ich mir das wünschen würde. Aber wenn das passieren würde, während ich noch lebe, das wäre der Hammer. Und ja, ich fand es super angenehm. Also vielen Dank, Moritz. Man hat es mir, glaube ich, angemerkt, ich hatte unheimlich viel Spaß während des Gesprächs mit Charlotte. Das waren Auszüge aus einem viel längeren Interview, das ich mit Charlotte bei der OHB führen durfte. Das gesamte Interview, in dem wir über ihre Arbeit bei der OHB, ihre Lieblingsmission, außerirdisches Leben und Science Fiction sprechen, kannst du dir morgen in voller Länge anschauen. Das Thema außerirdisches Leben erinnert mich daran, dass ich dich daran erinnere, dass wir diesen Donnerstag um 20.15 Uhr auf Senkrechtstarter ein astronomisches Quartett zum Thema UFO-Videoveröffentlichung des Pentagons machen. Keine Angst, das wird kein Verschwörungstalk. Ich schaue mir mit Chris von Video Space News, Silvan von den Mars Chroniken und Andreas von Igis Kosmos an, was da so veröffentlicht wurde und ein Best-of an UFO-Sichtungen, die sich nachträglich als Fälschung herausgestellt haben. Es wird also spannend und wie immer beantworten wir eure Fragen im Live-Chat. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge von Senkrechtstarter mit dem Thema Bau von Satelliten. Wir gehen zusammen in den brandneuen Rheinraum der OHB und schauen uns an, wie in Bremen hochmoderne Satelliten gebaut werden. Ganz großes Dankeschön geht wie immer an die Senkrechtstarter-Community, besonders an die Discord-Mods. Und natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Neu dazugekommen sind letzte Woche der Chipdreamer, Immo Hullmann, Jan Klatt, Jim Beam, Juri Waldmeier, Klaus-Rolof Bratfisch, Lars Sandmeier, Lukas Kappeler, Marco Kunert, Marius Lockemann, Martin Riesner, Michael Messer, Michael Suhr, Nils Erben, Nils Honsel, Raul und Stefan Reifenberg. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, im 10.000 Abonnenten-Special angekündigt, dass ich Senkrechtstarter demnächst in Vollzeit machen werde und ihr helft mir auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit Senkrechtstarter. Ja, ich freue mich auf eine grandiose Raumfahrtzukunft mit euch. Wenn du diese Entwicklung nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis hoffentlich nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.